Es erreichen uns immer wieder Mails, in denen Menschen uns berichten, wie sie durch das Wort Gottes in den Clips gestärkt wurden, wie sie aufgebaut wurden, wie sie wieder Mut gefasst haben, in dem ganz normalen Glaubensleben weiterzugehen, aufzustehen aus negativen Gedanken, aus vielleicht depressiven Gedanken, aus Aufgeben in Bezug auf Heilung, was auch immer. Sie nehmen das Wort Gottes, was sie hören, und es verbindet sich mit Glauben und sie gehen weiter. Immer wieder kriegen wir auch Gebetsanliegen geschickt, die uns wirklich bewegen und ins Gebet leiten. Und wir werden gefragt, warum habt ihr eigentlich einen Ermutigungsdienst gegründet? Das passierte, weil Gott es uns wirklich aufs Herz gelegt hatte, als einen Auftrag von ihm, die Kinder Gottes, das Volk Gottes zu stärken und aufzubauen, zu ermutigen, wieder aufzustehen und mit dem Wort Gottes, mit der Beziehung zu Jesus weiterzugehen. Und zum anderen haben wir das gemacht, weil wir selbst durch viele solche Erfahrungen, durch Attacken, durch Bedrängnis, durch Not hindurchgegangen sind. Und wir haben erlebt, wie Gott uns aufgebaut hat, wie der Heilige Geist uns gestärkt hat, uns Weisheit gegeben hat für Entscheidungen und wo wir einfach gesehen haben, wo er ganz dicht bei uns gewesen ist in diesen schwierigen Lebensphasen. Und jetzt vor kurzem habe ich wieder eine ganze Reihe von Dingen nachts bewegt und habe darüber gebetet und ich hatte wirklich irgendwie keine Antwort, keine Strategie und die Anliegen wurden immer dichter. Es war immer mehr Bedrückung in mir und es war immer weniger etwas, wo ich sagen konnte, so überwinde ich das. Ich habe gebetet und dann kam ein ganz einfacher Satz in mein Herz, den der Herr mir zugesprochen hat. Und der Heilige Geist sagte, proklamiere den Sieg Jesu. Eigentlich eine ganz einfache Strategie, eigentlich ein ganz einfacher Satz. Ein ganz einfacher Tipp. Und ich begann, das sofort umzusetzen. All die Themen, die ich vorher so bewegt hatte, über die rief ich diesen Sieg Jesu aus. Immer wieder sagte ich, ich proklamiere den Sieg über Krankheit, über eine Not, über eine Bedrängnis. Und immer wieder habe ich so diesen einfachen Tipp, diese Strategie umgesetzt. Und es hat eine Weile gedauert, aber ich merkte, wie ein tiefer Friede Gottes in mein Innerstes hineinkam, wie es Raum gewann, wie es sich ausbreitete. Und ich konnte diese Dinge, die mich vorher so bedrängt haben, ablegen. Ich konnte das einfach zur Seite legen, weil ich wusste, der Herr hat den Sieg. Der Herr wird diese Dinge zu meinem oder zu unserem Besten führen. Und das ist etwas, was ich dir heute mitgeben möchte. Wenn du in Bedrängnis bist, in Not, in irgendeinem Zustand, wo du sagst, ich weiß nicht, was ich da machen soll, dann proklamiere den Sieg Jesu. Proklamiere den Sieg Jesu und du wirst merken, Gott hat mehr für mich.